Henrik M. Broder. Was ist das für ein Typ, der sich so ein albernes M in den Namen schreibt? Werde ich oft gefragt. Heute frage ich ihn, denn ich besuche den gern gesehenen Talkshow-Gast Henrik M. Broder. Er ist Buchautor und Publizist, scharfzüngig, streitbar und nicht selten provokant. Broder hat eine erwachsene Tochter, wohnt mit seiner Frau in Augsburg, lebt aber die meiste Zeit in Berlin. Und hier besuche ich ihn und seinen Hund. Zwei vielversprechende Tage, die hoffentlich auch zeitweise harmonisch werden. Denn Henrik M. Broder macht den Anschein, als würde er gerne streiten. Ich ja nicht so. Ich mag Harmonie. Unsere erste Gemeinsamkeit legt aber einen guten Grundstein für diese. Schließlich sind wir M&M. Hallo. Grüß Gott, Herr Krause. Grüß Gott, Herr Broder. Ich habe Sie mir älter vorgestellt. Sie haben sich mich älter vorgestellt? Ja. Äußerlich jetzt? Ja, von der ganzen Erscheinung. Ich dachte so Wim Tölke-artig. Sie dachten, das ist einer vom Öffentlich-Rechtlichen? Das genau, muss einfach genau, so ein alter Haudegen sein. Okay, ich arbeite noch daran. Ja. Es gibt nur zwei Räume, Sie können sich's aussuchen. Was ist denn Ihr Lieblingsraum? Ich habe keinen. Chico? Darf ich? Ja, sicher, klar. Der freut sich. Hallo, Chico. Hallo. Du bist ja netter. Ja, hallo. Wo ist Chico? Was ist Chico für ein Hund? Chico ist, wie er sich gehört, eine bunte Mischung. Ja? Und er kommt aus Tel Aviv. Ist das so ein Geretteter? Ja, ist ein Geretteter, ja. Ah, toll. Das heißt, die haben den sozusagen auf der Straße gesehen und gesagt, den nehme ich mit. Mein Schwiegersohn. Ach, toll. Das ist sozusagen mein Schwiegerhund. Ich habe was dabei für Chico, ich habe ein Geschenk. Oder wirklich? Darf man das? Oder ja, ist das? Sicher, immer. Ich habe selbstverständlich, wie sich das gehört, für Wim Tölke. Was haben Sie da, einen quietschenden Davidstern oder so? Ja, fast. Es quietscht auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal, oh, das ist schon gut. Oh, yeah. Willst du selber auspacken? Wenn es mir gefällt, nehme ich es, ja. Vielleicht wollen Sie es sich erstmal anschauen? Dann nein, geben Sie es. Bevor es mit Spalten nein, voll nein, ist. Schauen Sie, wie das sich verfreit. Oh. Guck mal hier. Das für dich. Du kriegst zuerst das Geschenk und dann der Chef. Magst du? Lass es auch kaputt machen. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit und das ist die ständige Nachfrage, wofür steht eigentlich das M? Wirklich? Bei Ihnen auch ein M? Ich habe auch ein M, ja. Pierre M. Krause, Henrik M. Broder. Ja, was ist das M bei Ihnen? Das ist Marcel, der zweite Name. Marcel, ja, bei mir sowas ähnliches, modest. Ja, bescheiden, wie Sie ja, sind. Ja, als hätten es meine Eltern geahnt, ja. Ja. Und wie oft werden Sie gefragt? Ziemlich oft, ja. Gucken Sie, wie sich der Hund freut. Das ist aber toll. Das freut mich voller sehr. Erfolg. Und dann, damit nicht nur der Hund sich freut, habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Gucken Sie mal. Das haben wir wollten eigentlich mit George W. Bush drehen. Das hat nicht geklappt. Mit Bush hat es nicht geklappt, haben Sie die zweitbeste Option genommen. Genau, da haben wir die zweitbeste Option genommen. Das ist ein Kasten. Das ist ein Kasten. Ist ja herrlich. Und es ist ein bisschen auch symbolisch, weil wenn Sie es nebeneinander... spielen. Da können Sie reinmachen, was Sie wollen. Oder kann ich da meine Make-up-Utensilien reinpacken? Haben Sie sowas? Nein, aber ab jetzt könnte ich es mir vorstellen. Sehr gut, dann holen Sie sich doch sowas. Ja, klasse, wunderbar. Ja. Das ist wunderbar. Das muss irgendwann ordentlichen Platz bekommen, finde ich. Das heißt, vielleicht werde ich die Katze temporär entsorgen. Nur die Katze, Chico, keine Angst. Ist das jetzt Ihre Wohnung oder ist das eine Zweitwohnung? Also wohnen Sie hier immer? Ich wohne hier immer, ja. Also es ist eine Zweitwohnung. Mein richtiger Wohnsitz ist Augsburg, weil ich bin ja von Hause aus Bayer. Ja. Und das ist hier, weil ich ja in Berlin arbeite. Das ist dann Wohnung, Arbeitsplatz, Hundehütte, alles zusammen. Ich habe es mir eigentlich genauso vorgestellt, dass es ein großes Bücherregal ist. Stereotyp, nicht? Ja. Wobei, die meisten Bücher sind im Keller. Und sind auch Bücher drunter, keine Ahnung, die, was soll ich sagen,
Was weiß ich, ist der neue Richard David Precht zum Beispiel dabei? Ich glaube, es wird eine sehr kurze Aufnahme werden. Nein, auch der neue Todenhöfer ist nicht dabei. Ja, okay. Wirklich, hier ist es, für bestimmte Bücher ist das hier No-Go. Und werden Sie bemustert nicht? Man wird doch als Journalist dann auch immer bemustert mit Büchern, die man gar nicht lesen möchte. Ja, ja, ja. Die bleiben gleich in der Poststelle. Ja. Da reiße ich kurz den Karton auf und dann lasse ich sie gleich. Sie lesen es auch. Sie lassen sich auch nicht eines Besseren belehren, falls vielleicht doch mal... Nein, ich hänge an meinen Vorurteilen. Wenn Sie dann zu einem Ressentiment sich verfestigt haben, dann werden Sie archiviert. Und meistens stimmt das ja auch. Hervorragend. Man muss den Mythos befeuern. Ja, mhm. Ja, ja. Wissen Sie schon, wo Sie hinwollen, wenn Sie anfangen, einen Text zu schreiben? Nein, überhaupt nicht. Die meisten Geschichten schreiben sich selber. Toll. Mhm. Und manchmal gibt es eine kleine Auseinandersetzung mit dem Verlag, weil die sagen, ruf doch vorher an und kündige es an, was du machst. Und ich kann das nicht. Wenn ich anrufe und ankündige, was ich machen will, kann ich es nicht mehr machen. Dann ist die Geschichte schon raus. Aber das ist doch ein toller Vertrauensvorschuss, dass der Verlag das zulässt. Ne? Ja, 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 das ist okay. Die hätten gerne nur ein bisschen mehr Planungssicherheit. Was war Ihr letzter Text? Ganz aktuell? Letzter Text war gestern eine kleine Geschichte, darüber, dass die Deutschen so wahnsinnig stolz darauf sind, dass sie jetzt das gelobte Land sind. Das gelobte Land. Sie können das Fernsehen nicht anmachen, das Radio nicht anmachen und dass nicht jemand sagt, jetzt sind wir das gelobte Land. Ja. Da kommen Leute nach einer unglaublichen Strapaze an, dann werden sie beklatscht, als hätten sie gerade da auf dem Trapez im Zirkus rumgekascht. Makaber, ne? Das ist makaber. Vollkommen makaber. Ja. Vollkommen makaber. Aber wir haben eine Eventkultur und egal was passiert, man will dabei sein. Ich hab neulich eine schöne Polizeigeschichte gelesen. Ich glaube, es war ein Polizeibericht oder ein Bericht über einen Polizeibericht. Und es geht um Jugendkrawalle. Und zwar richtig schwere Krawalle, so mit Polizisten verhauen und Schaufenster einschmeißen. Und in dem Bericht hieß es, das seien erlebnisorientierte Jugendliche. Erlebnisorientiert? Sehr schön. Erlebnisorientiert ist jetzt mein absolutes Lieblingswort, gleich nach zielführend. Das ist ein Managerwort. Zielführend ist ein schönes... Manager, das ist nicht zielführend. Das ist nicht zielführend, ja, das stimmt. Ist dieses Programm eigentlich zielführend? Absolut, klar. Sie wollen damit die Welt verbessern? Darum geht es uns ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Das ist das Minimum. Das ist selbstverständlich, ja, wir sind öffentlich-rechtlich. Es geht uns nur um Weltverbesserung, ja, nicht um Quote. Das interessiert uns ja nicht. Ja. Ich wollte diese Frage immer an Carmen Nebel stellen, aber es war mir noch nicht vergönnt. Sollen wir mal versuchen, unsere Beziehungen spielen zu lassen und sie in die Carmen Nebel-Show zu bringen? Hören Sie. Bitte, bevor ich 70 werde. Würde dein Traum in Erfüllung gehen? Absolut. Ich habe ein kleines Geschenk noch dabei aus unserem wunderbaren Sendegebiet. Das ist so ein Hipstergetränk. Das würde man in Berlin, glaube ich, auch wirklich feiern. Ja. Das ist ein richtiges Kompliment, dass Sie mir ein Hipstergeschenk überreichen. Na, Sie sind ja schon, wie soll ich sagen... Ich bin der Senioren-Hipster. Ja. Was habe ich gelesen? Sie sind der Dieter Bohlen des Feuilletons, hat man Sie mal bezeichnet. Sehr schöne. Ich fand das ein Kompliment. Ich finde, es ist eine schöne Beleidigung. Nein. Ja. Ich schätze Bohlen. Ja. Ich schätze Bohlen, ist ein richtiger Philosoph. Bohlen ist erstmal kein dummer Mensch. Er hat manchmal wirklich eine unglaubliche Begabung, Sachen auf den Punkt zu bringen. Sein bester Satz ist, das Problem ist, mach einem Bekloppten klar, dass er bekloppt ist. Und das finde ich einen großartigen Satz. Und wissen Sie, mit diesem Problem bin ich täglich konfrontiert. Ich versuche Bekloppten klarzumachen, dass sie bekloppt sind, scheitere regelmäßig dran. Und er bringt das einfach auf diesen genialen Satz. Ich brauche dazu 4 Seiten und er hat es mit 2 Zeilen erledigt. Also keine Beleidigung, als Dieter Bohlen bezeichnet zu werden? Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Als Richard David Precht dagegen, das wäre eine Beleidigung gewesen? Also nicht als Richard David Precht, das wäre ein Grund, sich zu duellieren. Das okay. Ja. Morgens um 5 hinter der Eiche oder sowas. Aber der ist doch so erfolgreich. Ja, ist okay. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Das ist wahrscheinlich Jägermeister. Nein, auch das wäre viel zu platt. Das ist ein Gin aus dem Schwarzwald. Gin aus dem Schwarzwald? Ja. Es gibt deutschen Gin? Es gibt deutschen Gin. Das ist nämlich genau deswegen wollte ich ihn hier mitbringen. Und der kommt aus unserem wunderschönen... Das ist toll. Deutscher Gin. Sie gucken gern Trash-Fernsehen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Also gucken Sie es wirklich oder sagen Sie es, um damit... Nein, ich gucke es wirklich gerne. Ich gucke es wirklich gerne. Was gucken Sie denn dann so? Schwiegertochter gesucht zum Beispiel? Schwiegertochter gesucht, dann diese andere Bauernserie, wie heißt das? Bauersucht Frau? Bauersucht Frau, großartig. Und dann schaue ich auf RTL
exklusiv. Wirklich, ja? Oder explosiv. Und dann geht es weiter mit exklusiv oder explosiv. Ich verwechsel die beiden immer. Damit ich so immer auf dem Laufenden bin, was so die Effenbergs gerade machen oder was der junge Lover von Natascha Ochsenknecht so treibt. Das finde ich alles hochspannend. Die mögen Sie auch gerne, Natascha Ochsenknecht. Ja, oder? Wunderbar, wunderbar. Das ist für mich der Inbegriff der Dekadenz am Anfang des 21. Jahrhunderts. Ja. Ich finde es auch so toll. Gucken Sie sich das mal hier an, was ich so absolut spannend finde. Nadel-Suff-Beichte. Also das Mädel ist jetzt 50 und die einzige Möglichkeit, auf die Titelseite der Bild-Zeitung zu kommen, ist zu sagen, dass sie ein Alkoholproblem hat. Das überrascht uns natürlich alle sehr. Das überrascht uns sehr, das ist eine wirkliche Nachricht. Aber ich frage mich dann, wie kommt sowas auf die erste Seite der Bild-Zeitung? Das habe ich neulich auch einen Redakteur der Bild-Zeitung gefragt und die Antwort war schon ein bisschen ausweichend. Und ich nehme an, der Agent von Nadia, Abdel Farag oder wie sie heißt, ruft dann bei Bild an und sagt, du, ich habe eine ganz tolle Nachricht, Nadel ist besoffen. Ist ja toll, sagen die, wir haben von Flüchtlingen die Nase voll, jetzt machen wir was anderes oder sowas. Ja. Griechenland passé, Flüchtlinge passé und dann gibt es eine Redaktionskonferenz und die müssen sich entscheiden, titeln sie mit Volkswagen oder mit Nadel. Ja. Naja, und dann war es eben Nadel. Es muss mal wieder Effenberg und es muss mal wieder Nadel. Effenberg ist auch da? Ja, ja. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Mal kurz gucken. Er hatte 1,4 Promille. Wie viel hatte Nadel? 50? Nee, das ist das Alter. Weiß es nicht. Ja, das sind Nachrichten, die die Welt bewegen. Absolut richtig. Ja. Deswegen schaue ich auch so gerne RTL und inzwischen lieber RTL 2 als RTL. RTL ist mir einfach zu intellektuell geworden. Es ist zu viel Feuilleton inzwischen. Zu viel Feuilleton, ja. RTL-Chef hat ist ja auch gesagt. Ist ja kaum von der Süddeutschen zu unterscheiden. Nee, ist so. Zeit für Frühstück, finde ich. Ja, dass wir mal vielleicht mal ein bisschen rausgehen. Ja. Wenn es okay ist. Ja, ich zeichne gerne Berlin. Dann fangen wir vielleicht mal mit dem Kaffee an erstmal, ja, oder? Ja, genau das. Chico, du kommst mit. Wo gehen wir denn jetzt hin? Literaturcafé. Literaturcafé, sehr schön. Literaturcafé. Die Alternative wäre Einstein gewesen, aber da muss ich mir so reinschleichen, muss ich mich da so immer, weil irgendwo sitzt Claudia Roth immer in der Mitte. Das ist auch eine ganz besondere Freundin von Ihnen, ja, Claudia Roth. Ja, ganz besonders. Ne? Ja. Obwohl, ich bin dabei, sie jetzt auszutauschen. Gegen? Karin Göring-Eckardt. Okay, aber sie, die ist nicht so, wie soll ich sagen, Entertainment. Nein, und sie ist, muss man leider auch zugeben, sie ist eine richtig gute Rednerin. Sie redet frei, sie redet in geschlossenen Sätzen. Sie ist schon in der Beziehung ganz gut, aber sie redet halt Unsinn in geschlossenen Sätzen. Aber das tun doch die meisten. Nein, die meisten reden Unsinn in brüchigen Sätzen, sehr gut, ja, wie unsere Kanzlerin. Wir machen uns auf den Weg, natürlich mit Chico, zum Literaturcafé. Hier wollen wir Hamed Abdel Samad treffen. Mit dem in Ägypten geborenen Moslem begab sich Henrik M. Broder fürs Fernsehen auf Deutschland-Safari. Gute Sendung, ich hab's gern geschaut. Herr Abdel Samad, Sie sind befreundet, kann man das so sagen? Oder ist es eine professionelle Freundschaft oder eine tiefgehende emotionale auch? Wir sind gute Freunde. Es geht über das Professionelle hinaus. Ist das eine Freundschaft, die durch das gemeinsame Arbeiten wuchs oder kannten Sie sich schon vorher? Eigentlich begann es durch eine kuriose Situation schon vor der Zusammenarbeit. Wir haben uns zu einem Interview in Kopenhagen getroffen und begaben uns auf den Weg nach Christiania. Das ist so Drogen-Hardcore-Dings da. Alternativ, wie sagt man dann, Enklave, ja, mitten in Kopenhagen. Und wir wollten uns das anschauen. Und der Herr Broder meinte, er muss überall knipsen mit seiner Kamera. Und dann kamen dann die muskulösen Jungs und die Dealer und haben ihn regelrecht vermöbelt. Was? Ja. Er stand auf, seine Hose war aufgerissen und dann hat er gesagt, Hamed, lass uns Eis essen gehen. Das war die Reaktion, nachdem ich glaube, das war der Beginn. Erstmal habe ich versucht, meine Kamera wiederzukriegen, aber es hat nicht geklappt. Und Hamed hat dann versucht, mich zu verteidigen. Auch mit begrenztem Erfolg. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, ganz begrenzt, ja. Also was schafft eine Freundschaft? Genau. Ich glaube, beim Essen, Eisessen, dann kam die Freundschaft. Das ist aber eine sehr romantische Vorstellung. Bist du so wie Pretty Woman, nicht wahr? Ja. Warum gibt es keine gemeinsame Fernsehsendung mit Ihnen? Ich möchte Ihnen nicht so viele Honig ums Maul schmieren, aber ich würde Sie gerne sehen. Tatsächlich, ich habe das sehr genossen. Ich finde, 14 Folgen sind genug. Ist auch eine Frage der physischen Ökonomie. Ja. Das hat großen Spaß gemacht und ich glaube, dass wir beide wirklich das ideale Paar waren. Ich kann nur eine Geschichte erzählen. Du kennst sie schon. Meine Schwester hat mich nach der zweiten oder dritten Folge angerufen und dann sagt sie, und dein Freund da, das ist ein Araber? Ja. Das ist ein Ägypter? Ja. Und das ist ein Moslem? Ja.
Da sagt meine Schwester, weißt du, der ist so ganz anders als du. Der ist so höflich und so gut erzogen. Und da wusste ich, das Konzept ist okay. Und das bekam auch die Leute so mit, wirklich. Ich fand das so toll. Wir waren mal an der Tankstelle, da kommt ein Mann auf mich zu, so ein Riesenkerl mit Tattoos und sagt, hey, sind Sie nicht der Jude da vom Fernsehen? Hat er wirklich gesagt, Sie sind ja, der Jude vom Fernsehen? Aber völlig so, ganz, also ohne jeden zweiten Gedanken, nicht? Sag ich, ja, sagt er, und wo ist der Araber? Aber das ist ja schon fast sympathisch, muss ja, man sagen. Toll. Ne? Das ist richtig ja, sympathisch. Ja. Der hat kein Problem damit, ja. Das, da hängt nichts dran. Reden Sie eigentlich auch mal über banale Sachen? Klar. Ja, also so. Aber nicht, wenn das Fernsehen dabei ist. Wenn das Fernsehen dabei ist, reden wir also nur über ganz Wichtiges. Ich kann Ihnen sagen, welche Themen er gerne immer und fast immer, da kannst du dich darauf verlassen, dass er immer darüber redet. Frauen und Essen. Darüber kann er stundenlang sprechen. Frauen tatsächlich, ja? Naja, es wird weniger, je älter ich werde. Im Gegenteil, habe ich den Eindruck. Also so in welcher Form über Frauen? Also über Frauen? Mit der größten Hochachtung. Selbstverständlich. Ihr Leben wird von der Frau organisiert. Stimmt es, dass Sie, dass Ihre Frau mal in die Arbeitswohnung kam und einen Berg an Papieren unter dem Sofa gefunden hat und es waren am Ende Mahnungen, Rechnungen und Kontoauszüge? Ja. Stimmt beinahe. Das war nicht unter dem Sofa, war unter dem Tisch und das war kein Berg von Papieren. Das waren zwei Plastiktüten voll ungeöffneter Umschläge. Sie machen die auch gar nicht auf? Ich mache die gar nicht. Wenn sie so grün, gelb oder blau sind, mache ich sie gar nicht auf. Weil dann ist es nicht passiert sozusagen? Nein, das ist nicht passiert. Ja, okay. Das ist so, ich hab's nicht gesehen. Ja, und dann kommt die Frau und bringt es alles wieder in Ordnung und es müssen dann Mahnungen bezahlt werden. Meine Frau ist natürlich auch mit dem Gerichtsvollzieher richtig gut befreundet. Ja. Er sagt dann, Frau Broder, ich habe was für Ihren Mann. Und so. Ja. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ich habe eine absolute Amtspostallergie. Ja. Wirklich. Warum ist das so? Auch wegen so einer Anti-Autorität? Nein, ich glaube, es ist mein osteuropäisches Erbe. Das ist so. Wenn wir Termine haben, dann nie vormittags, nie. Also ich kann wirklich mich nie genau vorstellen, dass wir vormittags uns verabredet haben. Das geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Religion verbietet es mir, vor 10 Uhr aufzustehen. Meine Religion verbietet mir alles. Weißt du, darum beneide ich dich richtig, weil du kannst gegen so vieles verstoßen. Sie sagen das ja wirklich mal zu Fernsehteams, dass Sie sagen, Entschuldigung, meine Religion verbietet mir so früh aufzustehen, Wir können noch nicht drehen. Und die glauben das dann auch. Ich glaube, wenn es um Religion geht, glauben alle jeden Stuss. Wirklich, okay, das ist die beste Ausrede. Da muss man auch nicht lange argumentieren. Wissen Sie, was wir beide haben? Das ist nicht die Gnade der späten Geburt, das ist die Gnade der falschen Geburt. Nicht? Und deswegen gibt das einem auch einige Freiheiten, ganz im Ernst. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die uns darum beneiden. Mir ist mal ein bekannter Künstler um den Hals gefallen und hat gesagt, Herr Broder, ich beneide Sie, ich wäre so gerne Jude. Dann könnte ich alles sagen, was ich denke. Da sage ich, Herr. Mir sagt keiner, ich wäre gerne Araber. Wart noch 10 Jahre, wenn sich die demografische Situation hier verändert hat. Dann habe ich gefragt, ja, sagen Sie mal, was ist das, was Sie nicht sagen dürfen? Da kam nichts mehr, nicht? Aber so diese Idee. Und ich meine, nach 4000 Jahren Prügelentgegennahme sind wir endlich am längeren Ende des Hebels. Endlich austeilen. Ja. Ich würde Sie, wenn Sie erlauben, Herr Abdelsamad, dann noch mal entführen. Ich hätte eine kleine Überraschung. Ich habe mir was gedacht, man muss ja in Berlin was unternehmen. Man kann ja nicht den ganzen Tag hier in so einem Café sitzen und Latte trinken. Das gehen wir Rolf Eden besuchen. So viel Geld habe ich nicht dabei, aber was Ähnliches. Ich dachte, Sie haben jemanden aus meiner Altersgruppe vorgesehen. Nein, Entschuldigung, der ist doch doppelt so alt wie Sie. Mindestens. Ja. Ja, mindestens. Sie machen jetzt was ganz, ganz Albernes. Sie machen ja auch keinen Sport, ne? So wie ich. Ich auch nicht. Und ich dachte, wir machen jetzt mal was, was so ein bisschen anmutet wie Sport, aber man muss sich überhaupt nicht bewegen dabei. Wettkiffen. Nein, das wäre ja illegal. Ja, das machen wir später. Das würde mich nach dem am wenigsten stören. Wir wollen nicht denken und uns nicht bewegen. Groß. Aha, gut, gut. Und es ist aber auch trashig. Ja, ausgezeichnet. Ja. Hört sich vielversprechend an. Ja, wie eine Party bei Verona Poth. Nee, so viel gibt's da nicht. Trashy und vielversprechend. Hi. Hallo. Grüß Gott. Bitte schön, nach ihm. Danke. Chico, trink noch. Ja, der kriegt drin auch noch was, ne? Letzte Tank. Aha. Sie haben immer noch keine Ahnung, was wir jetzt machen, ne?
Minigolf. Minigolf, ja. Aber... You're not serious. Aber es gibt einen besonderen Twist. Es ist Schwarzlicht-Minigolf. Ah, ja. Das heißt, man sieht nicht, wo man trifft. Ja, haben Sie gerade gesehen, wie charmant sich die Dame hinter uns durchgeschlichen hat? Die haben schon genug, die gehen wieder. Ah, so, Sie machen eine Runde. Sehr gut. Aber schauen Sie, die Welt liegt hier aus. Wenn ich das den Kollegen erzähle, werden Sie sehr stolz sein. Sehr, sehr gutes Blatt. Ja. Von einem großen, renommierten Verlag. Ja. Ja. Ist aber heute nichts von Ihnen drin. Ich glaube nicht. Nein. Ich habe schon geguckt. Ist das die von gestern? Das muss die von heute sein. Das ist die von heute, ja. Demut, aber kein Rücktritt. Geht es um Angela Merkel? Ich wollte gerade sagen, das kann auf so viel zutreffen, wenn man das Bild nicht hat, ne? Das ist richtig interpretationsfähig. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man für Springer arbeitet oder für die FAZ? Für Springer macht mehr Spaß. Ja? Ja. Und der Freiraum ist größer. Im Echt. Schauen Sie, beim Springer arbeitet inzwischen die halbe Taz und der halbe Spiegel. Und das ist kein Zufall. Boah, das ist dunkel hier. Das ist ja echt dunkel hier. Das ist wirklich dunkel, ne? Hätte man sich bei Schwarzlicht vielleicht auch, hätte ich mir denken können. Bin ich rechts oder Linkshänder? Ich würde mal sagen, Sie sind links. Mit welcher Hand Sie schlagen, weiß ich nicht. Wer ist dieser wunderbare Golfspieler aus Amerika? Tiger Woods. Tiger Woods, genau. Ja, eins für Tiger Woods. Der spielt auch Schwarzlicht. Ich muss sagen, der Unterhaltungswert des Spiels hält sich in Grenzen. Hält sich, ja. Ich habe überhaupt kein Talent. Und auch nicht im Minigolf. Wissen Sie was? Ich kriege hier Platzangst. Ja. Echt, wirklich. Ich finde, es müffelt auch ein bisschen. Ich fange an zu schwitzen, es muffelt und es riecht ein bisschen wie in einem Vergnügungspark der DDR. Und das Licht ist eindeutig karzinogen. Ja. Nee, warum kommen die Leute zu sowas? Keine frische Luft, keine Aircondition? Warum? Verstehen Sie, das ist auch eine hochinteressante Frage. Warum tun sich die Leute etwas an? Nein, wirklich, das ist phänomenal. Ich bin froh, dass Sie mich hergebracht haben. Weil das ist absurd, das ist vollkommen gacke. Wenn ich als Kind hergekommen wäre, hätte ich noch mehr Traumata, als ich jetzt habe. Ich hätte hier Angst, tatsächlich, ja. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich mir auch diese Schnecke so angucke, ich werde von dieser Schnecke heute Nacht träumen. Das ist wirklich, das hinterlässt, psychische Narben wird das hinterlassen. Die Schnecke sieht ein bisschen aus wie Carmen Nebel, finden Sie nicht? Oh, selbst der Hund ist geschafft. Chico, das tut mir sehr leid. Ich bin wirklich sprachlos. Wenn das in einem Knast eingerichtet würde, ja, wäre es ein Fall für Amnesty International. Das hält doch kein Mensch aus, wirklich. Es ist ein Albtraum. Ich habe neulich geträumt, ich bin in Bad Kreuznach. Ich träume ja selten. Bad Kreuznach. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Um dort Peter Sloterdijk zu interviewen. Was von beiden ist der Albtraum? In Bad Kreuznach zu sein oder Peter Sloterdijk? Es hat sich gesteigert. Mhm. Aber das war noch ein schöner Traum verglichen mit dem da. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, wie soll ich sagen, das ist sozusagen Cross-Business. Also hier kauft man die Drogen und hier holt man sich dann sozusagen den hier letzten... Hier geht man auf den Trip. Genau, das ist der eigentliche Trip. Uff, also Sie müssen mir jetzt zweierlei, eine Bockwurst auslegen und einen halben Liter Cola, damit ich zu mir komme. Und Chico auch. Ich möchte das verneinen, denn ich werde Ihnen die spendieren. Ja. Ja, nicht auslegen. Das meinte ich. Schauen Sie, das ist hier die Speisekarte. Ah. Was weg muss. Erbsensuppe mit Wurst, Linsen mit Knacke, Bockwurst mit Salat. Ja, dann Bockwurst, oder? Oder was Sie empfehlen können? Ja, ich kann nicht eigentlich alles empfehlen. Irgendwie machen mich die Schmalzstullen gerade an, aber es ist leicht gegen meine Diät. Bockwurst ist immer gut. Das sieht super aus. Das sieht gut aus, nicht? Ja. Das sieht super aus. Ich meine, das ist auch, finde ich, die große Kunst, einfaches schön zuzubereiten, nicht? Nicht sowas wie Nierchen an Reisrand oder sowas. Ja, das klingt aber auch schon eklig, muss man sagen. Ist das jetzt eigentlich Ihre Heimat? Ist Berlin Heimat für Sie? Ja.
Ich weiß nicht, ich bin gern hier. Sie haben mal gesagt, Sie sind ein wurzelloser Mensch, also ein heimatloser Mensch. Ist das so, wie mein lieber Freund Udo Lindenberg hat mal das in einem Lied formuliert, wo ich meinen Hut hinhänge, da ist mein Zuhause, hat er mal gesagt. Ist bei Ihnen auch so, wo Sie die Jacke hinhängen, ist daheim? Ja, das ist mir zu poetisch. Ich würde einfach sagen, wo ich in Ruhe gelassen werde, da bin ich zu Hause. Werden Sie hier in Ruhe gelassen? Man erkennt Sie ja auch schon. Ja. Kommen die Leute mal Selfies und sagen, guck mal hier? Nein. Berliner sind da viel besser als ihr Ruf. Die sind wirklich zurückhaltend und diskret und so. Das ist alles so absolut geerdet hier. Und die Leute haben so eine, finde ich, so eine benevolente Ignoranz. Die kümmern sich um nichts, verstehen Sie? Da könnte jetzt ein Hippie reinkommen mit so einer Irokesenfrisur, wäre auch okay, solange er sich benimmt. Ich fühle mich in Berlin wohl und das ist okay. Aber ich fahre auch oft weg und dann freue ich mich mal, wenn ich zurückkomme. Das mit der Heimat ist so eine, seien Sie nicht böse, so eine alberne Frage. Es gibt, ist es ja. Es gibt so Forschungsprojekte über Heimat. In dem Moment, wo das ein Forschungsprojekt wird, wissen Sie, es ist vorbei mit der Heimat, wenn das geforscht wird. So. Also wie Altgriechisch oder Althebräisch, nicht so. Wenn das geforscht wird, tot. Kennen Sie eigentlich unser Bundesland, Baden-Württemberg? Waren Sie schon mal da? Nur vom Durchfahren. Auf dem Weg in die Schweiz. Aber im Ernst, finden Sie es nicht toll, dass es das kleine Land, die Bundesrepublik, das ich glaube halb so groß ist wie Texas, sich 16 Ministerpräsidenten leistet? Aber ich finde es unterhaltsam. Es hat etwas Komisches. Absolut. Es ist ein bisschen Büllerbü. Und für Sie ist es natürlich, ist das für mich ja auch, aber für Sie ist es ja Futter. Ne? Es ist ja Futter zu beobachten. Wissen Sie, was das Tolle ist? Ich sehe immer wieder Leute im Fernsehen, die mit der Bauchbinde so und so und so, Ministerpräsident von so und so, Sachsen-Anhalt oder sowas. Ich habe den Namen noch nie gehört. Das beruhigt mich total, weil mir es auch ganz oft so geht, dass ich kenne den Mann nicht. Saarland ist so groß wie ein Parkplatz irgendwo hinterm Walmart in Virginia. Nicht? Das ist Saarland. Saarland wird immer als Maßeinheit genommen. Ne? Wenn mal wieder Regenwald abgeholzt wird, dann heißt es immer in der Größe des Saarlandes. Ja, dann kann ich so sagen, so what? Nicht? Ja, klar. Dann gar nicht viel. Gut geschlafen, Herr Bruder? Nein, schlecht war Vollmond. Oh, Sie schlafen bei Vollmond schlecht? Ja, ich schlafe bei Vollmond schlecht. Heißt das, Sie haben heute schlechte Laune? Das werden wir sehen. Tendenziell ja. Also, Sie haben eine Idee? Wie wäre es mit ein bisschen rausgehen? Wir sind in Berlin. Rausgehen. Raus. Das ist freie. Ja, Natur. In die Natur. Ja. Ins Grüne. Mhm. Wie fahren wir? Richtung Kreuzberg. Da gibt es einen meiner Favorites. Haben Sie ein Auto eigentlich oder müssen wir da mit der Bahn fahren? Nein, ich habe ein Auto. Sehr ein Auto. Ich nehme Sie sogar mit. Ein sehr schönes Auto. Ja, auch ein Auto-Auto. Ein Auto-Auto, ein alter Schwede, kann man alter sagen? Alter Schwede, ja, ohne Elektronik. Ohne Servolenkung. Ah, das ist dann immer so ein bisschen Workout. Da machen Sie ja doch Sport. Das ist Schwerstarbeit, wirklich. Das ist ein absoluter Traktor hier. Eisen. Fährt sich 1A, aber... Haben Sie dann einen besonderen Bezug zu diesem Auto jetzt oder einfach nur, weil Sie Oldtimer mögen? Ich wollte mir das immer als junger Mensch kaufen. Und meine Eltern waren dagegen, weil sie fanden, der Gebrauchswert ist so bescheiden. Nur zwei Türen und kein richtiger Kofferraum. Und dann wurde ich dazu verurteilt, einen Opel Kadett zu fahren. Das ist aber Höchststrafe. Es war immerhin ein Auto. Ich war auch darüber froh. Man war damals nicht so wählerisch wie heute, wissen Sie. Es gab weder die Anspruchshaltung noch die Willkommenskultur und so.
Für Zuwanderer aus Polen war der Kadett ein absolutes Luxusauto. Natürlich. Haben Sie eigentlich gestern, ich bin ja dann doch ins Bett gegangen, ich dachte ja, dass wir gestern irgendwie noch Bruderschaft trinken, ne? Aber wir waren sehr brav. Wir waren sehr brav, wir waren auch alle sehr müde. Ich habe noch die Tür zu Ihrem Zimmer zugemacht. Ja. Chico war ja da. Ja. Ich hoffe, er hat nicht zu sehr geschnarcht. Bisschen schon, doch. Bisschen schon. Ja, ich habe eine Säge. Ja. Dann habe ich noch kurz Nachrichten geguckt, die neuesten Dramen und bin dann auch schlafen gegangen. Sie können mit dieser Karre echt ganz schön virtuos umgehen, muss man sagen. Wirklich? Ja, ich finde das... Ich fahre einfach. Ich kupple, gebe Gas, schalte, bremse, wechsle den Gang. Mehr mache ich nicht. Nee, aber es gibt ja auch so, wenn gerade bei Oldtimern, die sind ja sehr sensibel. Das ist ja ein bisschen auch... Ja. Man möchte jetzt sexistisch was sagen, wie mit einer Frau umgehen. Man muss da wirklich... Nein, es ist schwieriger. Ja, es ist schwieriger. Bei Frauen oder bei dem Auto? Auto. Ah, okay. Ja, Auto ist viel schwieriger. Haben Sie eigentlich haben Sie so weibliche Stalker-Fans oder so Groupies, wenn Sie auf Lesungen sind? Echt nicht? Ich habe keine Stalker, ich kriege keine Hassbriefe. Ich habe manchmal das Gefühl... Sie kriegen keine Hassbriefe? Nein, ich kriege keine Hassbriefe. Ich habe einfach das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. Sie haben mal gesagt, Sie haben das Little Man-Syndrom, was Sie gerade gesagt haben. Ja, klar. Das heißt, kompensieren, Körpergröße kompensieren? Ja, mit Lautstärke. Glauben Sie echt, dass es so ist? Ja. Mhm. Das heißt, Sie waren dann wahrscheinlich auch als Kind eher so der Auffällige? Ja, nicht ganz am Anfang. Nicht ganz am Anfang. Als Kind war ich schwer gehandicapt, weil ich erstmal Deutsch lernen musste und dann psychosomatisch bedingte Asthmaanfälle hatte. Echt? Ja, wirklich. Psychosomatisch bedingt? Ja. Oh Gott. In Stresssituationen und überhaupt. Okay. Könnte das die Zufahrt gewesen sein, wo wir hin wollten? Ich habe keine Ahnung. Wird da jetzt mal was gebaut hier auf dem Tempel? Nein, da wird nichts gebaut. Das ist vom Tisch jetzt, ne? Weil da war doch mal... Angesichts der Erfolgsgeschichte des Berliner Flughafens ist das wirklich eine frivole Frage. Das Schöne ist, bei vielen Themen denke ich, ist es noch aktuell, wenn wir ausstrahlen, aber bei Berliner Flughafen kannst du sicher sein, der ist auch in 10 Jahren noch nicht fertig, das ist auch noch aktuell, das kann in der Show bleiben. Das ist eine absolut sichere Welt. Ja. Ja. Das und dass Helmut Kohl noch Kanzler ist. Haben Sie jetzt wirklich Helmut Kohl gesagt? Ja, natürlich. Na, also ich glaube, Angela Merkels Tage sind gezählt. Ehrlich? Ja. Ich glaube das nicht. Nach dem großen Erfolg ihrer Flüchtlingspolitik, ja. Sie könnte natürlich, sie hat jetzt angekündigt, sie will Gespräche mit Assad führen. Ja, gut. Und ich glaube, es geht darum, ob sie seine Nachfolge antreten könnte. In Syrien hätte sie noch eine Chance. Sie meinen also auf der einen Seite... Worüber soll sie sonst mit Assad reden? Ach du, Assad, hör zu, unter uns. Musst du die Leute so schlecht behandeln? Muss das wirklich sein? Guck mal, wie ich das mache. Die machen alles, was ich will und ich schmeiße keine Bomben auf sie. Ist doch viel netter, oder? Ja. Und bin jetzt auch nett und emotional. Ja, und alle mögen mich. Ich glaube ehrlich gesagt... Nimm mal ein Beispiel, Assad. Möchten Sie nicht bei so einem Gespräch unter dem Tisch beisitzen? Unbedingt. Ich würde bei so vielen Gesprächen gerne dabei sein. Da würde ich was für geben, wirklich. Ich würde auch wirklich gerne bei den internen Sitzungen dabei sein. Im Bundeskabinett? Ja. Nee, das ist langweilig. Meinen Sie? Das kann ich Ihnen alles mit geteilten Rollen vorspielen. Ja, was macht zum Beispiel Peter Altmaier? Das frage ich mich immer. Peter Altmaier schweigt, wenn die Kanzlerin was sagt, nickt er. Ja. Und wenn jemand was gegen die Kanzlerin sagt, dann schließt er die Augen und tut so, als hätte er es nicht gehört. Bin ich absolut sicher. Und wenn Sigmar Gabriel auf die Kanzlerin trifft, das sind dann einfach zwei Karrieristen, die nur ihren eigenen Vorteil versuchen? Ich glaube, die verstehen sowas von prima. Ab und zu inszenieren sie Krach miteinander, ja. Sind die gleichen Naturen, absolut opportunistisch. Ein Ohr immer in Allensbach. Wie eine Politiker werden kann, das verstehe ich nicht.
das geht mir vollkommen ab. Allein schon wegen dem frühen Aufstehen. Wie einer sowas haben wollen möchten gerne. Es ist übrigens erstaunlich, dass Sie sich vom Kleidungsfarbkonzept an den Hund angepasst haben. Total, total. Das bin ich dem Hund schuldig. Ja, und dass der Hund Ihnen auch ein bisschen schuldig. Ja. Im Notfall würden wir den Hund umfärben. Nein, Chico, gar keinen Fall. Aber das, it's a perfect match, isn't it? It is, absolutely. Yeah. I'm impressed. Ja. Ich weiß nicht, ob Chico das richtig wertschätzt, aber ich hoffe schon. Oh, Fun Fact about Henrik M. Broder. Wirklich wahr, ich erfinde das nicht. Ich habe, um herauszufinden, wie Chico aussieht, bei Google Bildersuche eingegeben, Henrik M. Broder Hund. Ja. Und in der vierten Zeile, wissen Sie, was da für ein Bild kommt? Ich mit Blondie. Nein, Adolf Hitler mit Blondie. Wirklich, ist kein Witz. Ich war knapp daneben. Was ist das denn für eine Verquickung hier? Komisch, ja, das müssen die, wie heißen das? Algorithmen, Logarithmen? Ja, so irgendwas. Irgend sowas, ja. Das im Alphabet muss da was falsch laufen. Aber so eine Grünbrache mitten in der Stadt ist doch ganz schön, ne? Das ist großartig. Das erinnert an den Central Park in New York? Ja, ein bisschen, aber weniger bewaldet. Genau, ohne Bäume halt. Ja. Es ist die Antithese zu allem. So etwas kann es in der Großstadt eigentlich nicht geben. Ich glaube, der Deutsche Maklerverband führt hier einmal im Jahr seine Mitglieder durch. Ja. Und hinterher müssen die alle in die Therapie, nicht? Ja, genau. Was eine Vergeudung. Ja. Was eine Vergeudung. Aber das ist toll tatsächlich, ne? Ich finde das schön. Weil es ja eigentlich ökonomisch uneffektiv ist, ja, zu sagen, man bebaut hier nicht. Ja. Es gab auch Pläne zur Bebauung, die waren auch gar nicht schlecht. Es sollte eine Randbebauung sein, aber irgendwie ist das unter dem Berliner Bürgerprotest zusammengebrochen. Die Landung hier war immer faszinierend, ich habe das gern gehabt. Sie sind praktisch an den Wohnküchen der Leute vorbeigeflogen und dann stieg der Pilot voll in die Bremsen und man stieg aus dem Flughafengebäude und war mitten in der Stadt. Gucken Sie mal, da möchte jetzt jemand ein Bild von Ihnen machen. Das ist sehr nett, wie sie so auf Abstand bleibt und sich nicht traut. Endlich Pierre, ja? Ach so, ich dachte mit Herrn Broder. Ich wollte nicht stören. Nein, bitte, jetzt haben Sie schon gestört. Jetzt können Sie auch ein Bild machen. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Kommen überhaupt Sie ruhig nicht. Näher. Okay. Hallo. Sie schwätzen so, als täten Sie aus dem Sendegebiet kommen. Ja, ganz total, ja. Hallo Pierre. Servus, ja. Kennt sich noch. Schwester von der Antje. Von der Antje. Bea. Herzliche Grüße an dieselbe, was für ein Zufall. Ja, kleine diese Welt. Antje ist meine Schwester und er kennt sie. Die hatten wohl was miteinander. Nein, gar nicht. Antje, ja, ich frag ja nur. Ich war nicht ihr Beuteschema, weil Antje hatte was mit einer Freundin von mir. Ja, genau. Genau, ja. Sowas gibt es in Baden-Württemberg? Ja, selbstverständlich. Das glaube ich. Also, Sie wissen schon, dass ich aus Baden-Württemberg komme. Es ist natürlich man verboten. Nicht überhörbar, man oder? Hört es. Ja. Man hört es. Können Sie auch Spätzle machen? Ja, klar. Dampfnudeln? Ja, klar, natürlich. Alles. Sind Sie verheiratet? Nein. Sie können Spätzle machen und Dampfnudeln, sind nicht verheiratet? Ich bin nicht verheiratet. Was es alles gibt. Tja. Also viel Erfolg. Ebenso. Weiterhin viel Spaß. Tschüss, viel Spaß. Und danke. Guten Run. Tschüss. Was hat er da? Das ist, wenn man sich keinen Hund zulegen möchte, hat man sowas. Oder eine Welle verloren. Ist ein Rüde? Hund auf vier Rädern. Was ist das? Ein Landboard und ein Kite. Ein Landboard und ein Kite? Ach so, Sie segeln dann so. Genau, so ein Rad. Ach so, ja. Dann guten Flug, wenn man das so sagen kann. Ne? Viel Spaß. Ja, wirklich unglaublich. Was ist das hier? Interessant wäre mal zu schauen, ob es sowas, sagen wir, in Transnistrien gibt. In Transnistrien? Ja, ob die schon auch so weit sind. Oder meinetwegen in einem größeren Land, Moldawien oder Rumänien. Also Sie wissen schon, was ich damit andeuten will. Definitiv. Ich glaube, dass sowas passiert nur in Ländern, wo man genug Zeit hat, sich zu langweilen. Ja, und wo man eigentlich schon alles hat. Genau. Ja. Aber auch wirklich alles. Und da sind wir wieder bei der von Ihnen gerne und viel zitierten Dekadenz. Ja. Wieso stolpere ich immer über dieses Thema? Naja, es ist ja allgegenwärtig, ne? Es ist wirklich allgegenwärtig. Es ist ja auch ein bisschen dekadent, einen Flughafen einfach so zu haben als Entspannungswiese. Nee, das finde ich ganz schön. Schön finde ich es auch. Dekadenz kann schön sein. Weil ich so ein großer Freund des Unnötigen bin. Und das ist ja nicht mit Aufwand verbunden. Da hat man einfach etwas so gelassen, wie es war. Ja. Man benutzt es nicht mehr. Und deswegen ist das so schön hier, weil es so unnötig ist. Wirklich. Aber Unnötigkeit ist natürlich auch ein bisschen dekadent. Aber heißt ja nicht, dass es schlecht ist, ne? Nee. Unnötigkeit ist nicht Dekadenz. Ich weiß nicht, was es ist, aber Dekadenz ist es nicht. Diese Art von Überfluss, von nicht mehr wissen, was man will, weil es so viele Optionen gibt. Mhm.
und so drunter leiden, weil man dieses Jahr nur zweimal in der Karibik war und irgendwo lockt in der Südsee noch eine Insel übers Wochenende. Mhm. Das ist dekadent. Das stimmt. Aber so ein altes Gelände stehen lassen, das finde ich schon sehr schön. Das ist super. Mir gefällt's. Müssen Sie nicht eigentlich noch was arbeiten heute? Ja. Was machen? Sie müssen eine Lesung machen heute. Ich habe heute eine Lesung. Ich habe heute eine Lesung, mein neues Buch erscheint. Und das muss ich heute Abend dem staunenden Volk vorstellen. Das ist dann eine Premiere? Premiere, ja. Aufgeregt vor Premieren? Ja. Sagen Sie das, weil Sie cool machen oder weil Sie wirklich? Nein, wirklich, bin ich aufgeregt. Ja. Ich überlege manchmal so aus Jux, ob ich dann nicht irgendwo einen Fremdtext vorlese. Keiner ob merkt. Vielleicht so zwei besonders verschwurbelte Seiten von Peter Sloterdijk, ja, die keine Sau versteht. Und jeder würde denken, ich bin viel, also ich traue mich nicht, ich habe es nicht verstanden. Genau, aber es muss toll sein. Ja, das muss super sein, weil er hat der Bruder geschrieben. Herr Krause, sei mir ein Vergnügen. Mir auch, wir sehen uns bei der Lesung. Bis später. Vielen Dank. Tschüss. Ich freue mich sehr, bis gleich. Und während sich das eine M auf seine Lesung vorbereitet, spaziert das andere M alleine durch den Viktoria-Park in Kreuzberg und denkt sich, bisher hat's Spaß gemacht mit dem Bruder. So richtig provokant war es gar nicht, im Gegenteil. Eigentlich endete fast jedes Gespräch mit einer Pointe. Was will man mehr? Mal sehen, was mich jetzt auf seiner Lesung erwartet. Da stehen sie, die beiden, die Ruhe vor dem Sturm. So, na? Herr Bruder, das ist aber schön, diese wunderbare, wie soll ich sagen, diese Anordnung sozialistischer Ästhetik. Mhm. Das ist ein bisschen wie auf Ihrem Balkon, ne? Ja, alles so auf Mittelachse. Ja. Schön. Jetzt ist es gleich soweit. Ja. Premiere. Ja. Ja, und ich habe festgestellt... Grand Opening. Genau, es ist ein Grand Opening und ich habe festgestellt, egal, worüber wir uns unterhalten, es wird immer irgendwann politisch bei Ihnen. Und auch heute ist es so, es gibt immer so eine Richtung, eine politische Pointe. Und heute sind wir auch in der Karl-Marx-Buchhandlung. Das ja. kann alles kein Zufall sein. Nein, das ist irgendwie Vorsehung. Ich bin sehr gespannt. Ja, und möchte mich jetzt schon mal verabschieden, weil danach ist natürlich Autogrammstunde. Und dann kommen die Fans und die Groupies. Ja. Genau, ja, das kann sich hinziehen. Wir haben so ein tolles Leben, Herr Bruder. Ich finde es auch. Ich finde es auch, ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Können Sie sein? Ich würde die Uhr gerne zurückdrehen. Ich will dann noch mal 60 sein. Dann war alles okay. Vielen herzlichen Dank. Herr Krause, war mir ein Vergnügen. Sie haben sämtliche Vorurteile bei mir über Leute aus Baden-Württemberg zerstört. Ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll. Sollen Sie? Unbedingt. Okay. Kommen Sie mal vorbei. Sie sind jederzeit eingeladen. Gemacht. Gibt's Spätzle? Was Sie wollen. Ich kann alles. Dampfnudeln. Ich habe ein paar Kapitel vorbereitet zum Lesen. Wenn Sie irgendwie finden, es ist zu viel, dann geben Sie ein Zeichen. Dann kommen wir zum Schluss oder gehen zusammen fernsehen. Ich glaube, heute ist Frau Illner dran. Du hast gesagt, dieses Jahr wird der Anfang vom Ende von Angela Merkel sein. Ja. Warum eigentlich? Ich habe die Weihnachtsansprache der Kanzlerin gesehen oder die Silvesteransprache, ich weiß nicht, eine der beiden. Eine hält Gauck, die andere Ansprache die Kanzlerin. Und sie war so neben der Tasse, sie war so absolut neben sich. Sie sagte, es wird alles gut und sie sagte auch, dass sie jetzt öfter an die frische Luft geht, um etwas Bewegung zu verschaffen. Und ich sah das und sagte zu meiner Frau, den Tag merken wir uns, jetzt geht's bergab.